Hi Leute, nachdem meine letzten Videos ja ziemlich AfD-lastig waren, widmen wir uns heute mal komplett einen anderen Themenbereich. Es geht um die katholische sowie evangelische Kirche. Und hier sind die Kirchenaustritte auf ein Rekordniveau angestiegen. Die Gründe hierfür, das versuchen wir heute zu erläutern. Und es geht auch weiter, vielleicht, was der ein oder andere gar nicht auf dem Radar hat, vielleicht geht es ja auch um diese unsägliche Kirchensteuer. Und hier werden wir ein, zwei kleine Berechnungen durchführen. Und da möchte ich euch mal zeigen, wenn ihr noch in der Kirche sein solltet, was ihr denn so jährlich, sag ich mal, zahlt. Und wenn ihr Kapitalanleger seid und über dem Schwager Pauschbetrag seid, dann seid ihr natürlich noch um einiges mehr. Seid gespannt, heute im Video. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Mein kurzer Beisatz, warum ich denn in der Vergangenheit doch einige AfD-Videos rausgebracht habe. Mir persönlich war es halt ein Anliegen, besonders wenn durch Deutschland ein Ruck geht, auch durch die Bürger ein Ruck geht, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, keine Lust mehr haben, diesen unsäglichen Mist der Ampelregierung mitzumachen, dann berichte ich natürlich darüber. Und wie gesagt, die Klickraten auf meinem Kanal, und weil mein Kanal ja sehr, sehr klein ist, gaben mir natürlich auch dementsprechend recht. Ich hoffe, ihr hattet da Spaß daran, auch von den nötigen Informationen. Es werden auch weitere AfD-Videos folgen, aber jetzt widmen wir uns einfach viel mehr den anderen Themen oder auch natürlich euren Finanzen. Und damit starten wir auch mit dem heutigen Thema. Starten wir aber erstmal ganz sanft, sage ich jetzt mal, auf diesem Kanal. Ich meine jetzt nicht für die katholische Kirche, sondern für meinen Kanal. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr, sag mal, euch interessiert, an was ich denn persönlich glaube, könnt ihr gerne bis zum Ende dieses Videos dranbleiben. Das werde ich dann auch aufklären. Rekordflucht aus der katholischen Kirche. Hier sehen wir noch den Kölner Dom gerade eben. Die katholische Kirche stellt immer weiter in die Krise. Allein im vergangenen Jahr kehrten ihr mehr als eine halbe Million Gläubige per Ausdruck den Rücken. Rekord. Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Oschi, sage ich jetzt mal. Eine halbe Million Kirchenaustritte. Unglaublich. Wie gesagt, mich persönlich verwundert das Ganze jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, also langsam hat die katholische Kirche da schon relativ schwer dran zu schlucken. 2021, wie ihr noch seht, lag die Zahl der Austritte noch bei 359.000. Und jetzt im Vergleich zu 2022 sind das echt eine Steigerung um 45%. Also absolut Wahnsinn. Und natürlich sage ich jetzt mal so, die Stecken für das Erzbistum Köln, seht ihr auch hier, gab es 51.345 Kirchenaustritte 2021, 40.000, also ein absolutes Debakel für die katholische Kirche. Dann lasst uns doch mal hier für die Gründe anschauen. Aber um eins bitte ich euch eben, und das könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, hier auch das Video kurz auf Pause machen. Was wäre denn für euch der erste herausragende Grund, um aus der Kirche auszutreten, wenn ihr das noch nicht seid? Und ich bin mir relativ sicher, bei den meisten ist ein Thema ganz, ganz hoch im Kurs. Aber wie gesagt, die Gründe sind ja mannigfaltiger und deshalb gehen wir auch jetzt mal weiter darauf ein hier. Die Kirche in Deutschland steckt in einem tiefen Dilemma. Studien zeigen, dass sich eine Mehrheit radikale Reformen wünscht. Etwa den Zugang von Frauen zu Kirchenämtern, die Abschaffung des Pflichtzölibats, wertschätzende Behandlung von Geschiedenen und Menschen aller sexueller Orientierung. Lass uns eben auf die einzelnen Punkte etwas genauer eingehen, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Zugang von Frauen zu Kirchenämtern. Ganz klar, wir leben einfach in einem gleichberechtigten Deutschland. Und warum denn nicht? Wie gesagt, Frauen sollen die gleichen Rechte wie Männer haben, auch wenn es die katholische Kirche ist. Die Abschaffung des Pflichtzölibats. Ganz klar, der Mensch ist meiner Meinung nach nicht darauf ausgelegt, war auch vielleicht nicht jeder, einfach komplett keusch zu leben. Und natürlich diesen Pflichtzölibat, dem haben wir es doch auch zu verdanken. Wahrscheinlich, ich mutmaße es einfach nur, auch wegen diesen ganzen Missbrauchsfällen. Also natürlich müsste einfach das Pflichtzölibat einfach komplett abgeschafft werden. Wertschätzende Behandlung von Geschiedenen. Ja, und natürlich, Geschiedene haben es natürlich in der katholischen Kirche besonders schwer. Und das ist natürlich dann für diejenigen auch oft ein Grund, wenn ich natürlich schlecht behandelt werde, dann tritt ich halt einfach aus der Kirche aus. Und Menschen aller sexueller Orientierung. Und hierzu kann ich auch nur eins sagen, und da stehe ich auch vollkommen dahinter. Wir alle sind ja in dem Sinne von der katholischen Kirche Geschöpfe Gottes. Da muss man dann diese Menschen dann anders behandeln. Wie gesagt, habe ich auch persönlich nie verstanden. Obwohl ich auch in letzter Zeit einfach auch eins wahrgenommen habe, also wie gesagt, diese ganze Wokeness und sonstige Geschichten und irgendwelche Transgender, sage ich jetzt mal, Gottesdienste, das könnt ihr euch ersparen, katholische Kirche, weil damit macht ihr euch absolut lächerlich. Kommen wir aber eben noch zur Auflösung, was vielleicht der ein oder andere von euch gedacht hat, ist an der Nummer 1. Und das ist natürlich ganz, ganz klar, wenn es um die katholische Kirche geht.
die haben natürlich hier viel, viel verbockt, natürlich mit diesen ganzen Missbrauchsskandalen. Und wie gesagt, da muss man einfach offen drüber reden und das muss einfach auch lückenlos aufgeklärt werden, allein schon den Opfern wegen. Bedeutet für die katholische Basis zur Enttäuschung und Wut über den Missbrauchsskandal und seine Vertuschung, die selbst nach den ersten Enthüllungen im Jahr 2010 in Markenbistümern einfach weiterging, kommt jetzt die Ohnmacht. Und ganz, ganz klar, es hilft nichts, wenn man hier irgendwelche Hilfsfonds dann für Betroffene einrichtet. Das Ganze muss aufgeklärt werden, man muss sich bei den Leuten einfach ganz klar entschuldigen und dann muss einfach dafür sorgen, dass so eine Sauerei, so eine Schweinerei nie wieder vorkommt. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel weiter noch auf den Kölner Kanal Wölki eingehen, weil dementsprechend diesen ganzen Schmarren hat man ja einfach miterlebt und wie gesagt auch, dass sich der Papst natürlich nicht eindeutig positioniert hat, darüber aber auch nicht reden, das kann so einfach nicht sein. Wir gehen jetzt aber, weil es ist ja auch hier ein Finanzkanal, nochmal etwas mehr auf natürlich die steuerliche Problematik ein und da greift die Kirche natürlich auch ordentlich zu, besonders der derzeitigen Situation, wo wir natürlich eine extrem hohe Inflation haben und die Bürger gar nicht wissen, wie sie sich teilweise ihr Essen oder ihr Getränk oder ihre Miete noch leisten müssen. Und wie gesagt, daran denkt die Kirche natürlich auch nicht. Hinzu kommen gesellschaftliche Entwicklungen. Der Glaube an Jesus und seine Auferstehung ist selbst und den Christen nicht mehr selbstverständlich. Wie soll es auch sein? Weil, wie gesagt, es ist ja seit 2000 Jahren nichts Großartiges passiert, dass man sich einmal auch den Jüngern mal mehr widmet und dementsprechend auch deren Ängste, Sorgen und Nöte versteht, also absolute Fehlanzeige. Damit sinkt die Kirchenbindung. Corona ließ die Zahlen der Kirchendienstbesucher einbrechen, ganz klar, weil wie gesagt, mit so einem Lappen vor Mund, sei mal in der Kirche, da hat doch keiner Bock drauf gehabt und teilweise die Gläubigen durften ja auch gar nicht mehr in die Kirche und wie gesagt, sie sind dann durch diese Zeit ja irgendwie durchgekommen, auch ohne ihren Glauben, auch ohne einen Gott sozusagen und da haben sich halt natürlich viele gesagt, ja gut, dann, ich habe es doch jetzt auch so geschafft, dann brauche ich vielleicht auch keinen Gott und auch die katholische Kirche nicht mehr. Und die Inflation setzt gerade Menschen, wie schon gerade eben erwähnt, mit kleinen Ohren mit drin Einkommen so stark zu, dass sie versuchen, sich wenigstens die Kirchensteuern zu sparen, im vergangenen Jahr groß wie nie war. Ganz, ganz klar, gerade eben erwähnt. Und wie gesagt, bleibt mir gerne im Video dran. Wir gehen jetzt noch auf die Kirchensteuer ein und natürlich auch die Kirchensteuer auf Kapitalerträge. Und das ist meines Erachtens die größte Sauerei. Nur eben noch der Vollständigkeit halber gehen wir noch auf ein, zwei Daten hier ein, finde ich auch noch sehr interessant. Immerhin die restlichen 20 Millionen oder fast 21 Millionen Katholiken machen immer noch fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Also wer jetzt Angst hat, die katholische Kirche müsste hier darben, dementsprechend der ist auf dem Holzweg. Aber auch dementsprechend die Austrittsvolle nicht nur auf die katholische Kirche immer schneller, auch die evangelische Kirche hat mit 380.000 Mitgliedern 2022 mehr verloren als im Jahr davor. Und wie gesagt, die Zahlen sind absolut dramatisch, also auf jeden Fall ein Zeit für, sag ich mal, das Umdenken in den Kirchen. Obwohl, ob sie dafür bereit sind, das wage ich eindeutig zu bezweifeln. Meiner Meinung nach ist neben natürlich den schrecklichen Missbrauchsvorwürfen oder Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche natürlich auch die Kirchensteuer ein Grund. Und wieso beginnt es hier mal genau auf die Beträge ein, was denn man einfach innerhalb von einem Monat, auch einem Jahr, einfach an Kirchensteuer zahlt. Und ganz ehrlich, der katholischen Kirche oder auch im Vatikan geht es definitiv nicht schlecht. Und wenn es den Leuten natürlich hier im Lande schlecht geht, was ich schon erwähnt habe, wenn sie selbst kein Geld mehr haben zum Überleben, warum soll ich dann Kirchensteuer zahlen? Weil die meisten, sage ich jetzt mal, haben ja auch von dieser Kirche relativ wenig. Und jetzt schauen wir uns mal genauer die Beispielrechnung an. Eine ledige Person mit Steuerklasse 1 und 2000 Euro Monatseinkommen zahlt im Jahr 2021 ca. 15 Euro Kirchensteuer im Monat. Das sind 180 Euro Kirchensteuer im Jahr. Und wie gesagt, das ist eine Menge Holz, sage ich jetzt mal, 180 Euro, sag mal, für den Wocheneinkauf oder natürlich auch hier im Finanzkanal für eine gewisse Altersvorsorge, wenn ihr es natürlich mal, sage ich jetzt mal, auf einen Monat runterrechnet, das ist schon, sage ich jetzt mal, ein kleiner ETF-Sparplan, und wie gesagt, wo man natürlich dann für sein Alter vorsorgen kann. Es wird noch Dollar. Eine Person mit einem Einkommen von 3.000 Euro zahlte 36 Euro im Monat, also 432 Euro Kirchensteuer im Jahr. Also im Grunde, wenn Sie mal so gegenrechnen, also auch mit vermögenswirksamen Leistungen, das sind schon vermögenswirksame Leistungen. Aus vermögenswirksamen Leistungen, sagen wir, kann innerhalb von 10 Jahren ungefähr ein Vermögen ranreifen von roundabout, also nehme ich jetzt nicht zu ernst oder zu genau, von, sage ich jetzt mal, an die 10.000 Euro. Also eine Menge Holz, sei mal, besonders wenn man sich die derzeitige Lage anschaut und auch in Bezug auf die Altersarmut, die jeder von uns, wenn er nicht ordentlich vorsorgt, erfahren wird. Des Weiteren schlägt natürlich die Kirche bei Kapitalerträgen auch nochmal
ordentlich zu, zumindest wenn ihr über dem Sparer Pauschbetrag seid. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz auf ein Beispiel an. Ich weiß, viele da draußen von euch, auch von meinen Abonnenten, sind Profis. Aber wie gesagt, für die Leute, die es vielleicht nicht genauso wissen, gehe ich nochmal genauer drauf ein. Bekommen Sie 100 Euro Dividende, wird hierauf zunächst eine Abgeltungssteuer fällig. Das sollte jeder von euch wissen. Dies beträgt 25% Kapitalertragssteuer und darauf 5,5% Solidaritätszuschlag. Das sind 100 Euro Dividende, abzüglich 25 Euro und 1,38 Euro. Also 100 Euro in nur 26,38 Euro ist gleich 73,62 Euro. Ich finde die Kapitalertragssteuer meines Erachtens eine Frechheit, auch natürlich der Soli, der immer noch auf Kapitalerträge gezahlt werden muss, aber so ist es nun mal, da können wir derzeit nichts dran ändern. Jetzt kommt aber natürlich auch noch die Kirchensteuer dazu. Und hier ist dann natürlich die Rechnung wie folgt. Wer Mitglied der Kirche ist, zahlt zusätzlich 8 bzw. 9% Abgeltungssteuer als Kirchensteuer. In diesem Fall sind es in Bayern und Baden-Württemberg, also ich als Bayer wäre sogar noch besser weggekommen, 1,96 Euro und im Rest der Republik 2,20 Euro zusätzlich. Und auf die lange Frist gesehen, sagen wir mal, das ist richtig Esche. Also natürlich, umso mehr Kapitalerträge ihr habt, umso mehr natürlich Kirchensteuer zahlt ihr hier drauf. So bleiben bei der Dividendeneinnahme von 100 Euro für den ersten Fall 71,66 Euro und für andere Bundesländer 71,42 Euro übrig. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wir wollen fürs Alter vorsorgen. Ich finde dieses ganze Konstrukt, da überhaupt Steuern drauf zu zahlen, meines Erachtens, wir wollen vorsorgen, aber da dann Geld drauf zu zahlen, finde ich persönlich unmöglich, weil ganz ehrlich, der Staat, der zieht uns doch schon komplett aus, in sämtlichen Bereichen, was die Steuern angeht, aber der ordentliche Bürger, der vorsorgt, der wird im Grunde hier auch noch damit bestraft. So Leute, wie versprochen möchte ich euch erläutern, an was ich eigentlich glaube. Ganz kurz zur katholischen Kirche. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren ausgetreten. Einmal waren natürlich auch die Missbrauchsfälle natürlich in der katholischen Kirche dafür verantwortlich und natürlich auch die steuerliche Belastung. Ansonsten, an was glaube ich denn persönlich? Ich glaube in erster Linie an mich selbst und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich mal in mir bin, sage ich mal, dass ich mit mir persönlich eins bin, sage ich jetzt mal, dass ich Selbstbewusstsein habe und dass es mir persönlich gut geht. Weitere Faktoren wären hier noch Liebe, Freundschaft und natürlich Fakten, Fakten, Fakten. Weil, wie gesagt, ich möchte immer ganz genau wissen, einfach wie der Hase läuft, sage ich jetzt mal. Und für mich persönlich, Dinge, die man, sage ich jetzt mal, berechnen kann, die man auch, sage ich jetzt mal, so darstellen kann, an die kann ich persönlich glauben. An viele andere Dinge, sage ich jetzt mal, kann ich sehr, sehr schwer glauben. Dass es vielleicht da draußen irgendwas Höheres gibt als wir selbst, das mag gut möglich sein. Mir persönlich ist es leider noch nicht begegnet. So, das war's für heute. Eure Meinung zum heutigen Thema schreibt mir gerne in die Kommentare unten rein. Ansonsten vergesst mir bitte nicht, mir ein Abo, ein Like dazulassen. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.